Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Wir sind hier in unserer Kampagne zur von EU4, also von Europa Universalis 4. Wir sind dabei, gerade Bosnien und Serbien in einem Krieg zu besiegen. Die haben nämlich den Fehler gemacht, Ungarn in einer schwachen Stunde anzugreifen. Und bei diesem Angriff haben sie übersehen, dass Ungarn schon fast vollständig in meiner Hand war. Und wir haben Ungarn deswegen jetzt mal aufgenommen in unser Reich. Als Personalallianz oder Personalunion. So. Und das Schöne ist, offensichtlich haben die keine Truppen. Ich weiß nicht genau, wo ihre Truppen sind. Aber nicht in irgendeiner Form in meiner Nähe. Ja. Okay. Das machen wir mehr oder weniger gerade. Instinktiv habe ich die richtigen zuerst angegriffen, weil ich habe gerade in der Pause angeschaut, wer der War Leader ist von ihnen. Das ist Serbien. Ist okay. Oh, ist okay. So, du kommst daher. Instinktiv habe ich zuerst die richtigen gleich angegriffen, nämlich die Bosnier. Weil die eben nicht der Kriegsführer sind. Das heißt, wir müssen sie nur schnell aus dem Krieg werfen. Ah, Walls Breach, das ist ja cool. Oh, warte mal, mir fällt gerade was ein. Wir haben ja Technologie genommen. Haben wir jetzt eigentlich schon... Ich glaube, wir können jetzt schon... Ja, wir können jetzt tatsächlich schon Artillerie bauen. Das bedeutet, wir sollten Artillerie bauen. Artillerie ist wichtig im Kampf gegen die bösen anderen. Bauen wir mal Artillerie ein bisschen. Die wir dann an die Front bringen können. Weil dadurch können wir diese ganzen depperten Force viel schneller besiegen mit Artillerie. Das alles ist, was mir da eingespielt wird. Travunia, das kann man nur der Occupation und Hum ebenfalls. Na gut. Und daher. Und daher. Und daher. Na daher. Passt schon. Erobern wir mal Zeta. Die serbische Flotte besteht aus relativ wenig Schiffen. Okay, wieso machst du nicht Beschütze den Trade? Disable Automatic Transportation. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, die Automatic Transportation. Das muss man noch anschauen. Okay, da gibt man noch einen Schippernakel dazu. Aber da will, wenn wir darüber fahren, 7 und 6. Gegenüber 1, 4 und 5. Hm, passt. Sollten wir gewinnen. Also ich weiß gar nicht, hat der einen Anführer? Nein. Vielleicht haben wir ja Glück und wir erobern ein paar Schippernackeln von ihm. Huch. Rebel Uprising. She condemns a philosopher as heretic. Egal was wir machen, wir verlieren Stabilität. Das finde ich nicht gut.
So, Missionary Strength plus 1, Technology Cost plus 5%. Bäh, buh, buh. Support Philosopher minus 1%. Na, okay. Ja, wir haben noch immer eine Stabilität von 2. Das sollte ja wohl reichen. Okay, wir haben einen Advisor verloren. Finde ich nicht gut. Was haben wir da für welche? Mechane. Text Modifier plus 10% ist eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Das ist ein 2, 2, 3. Warte mal, was haben wir denn da? Haben wir da irgendwelche Leute, die wir rekrutieren könnten? Nö. Nehmen wir mal den 1er. Immerhin bringt auch Text Modifier plus 10%. So, diese 15.000 Mann. Nein. Oder? Warte, warte, da. Wo sind unsere Aufständischen? 80% Aquileien. In Friaul. Nach Friaul. A peace offer from Serbia. Nö, vergiss es. So, na schauen wir mal. Wo haben die ihre Truppen? Das gibt's ja nicht, dass die keine Truppen haben. Ha! Ausgezeichnet. Okay, du gehst nach Friaul. Können Sie bitte was anderes würfeln als 8er und 9er? Danke. Okay. Das sind 2er vor, oder? Ja. Wir sollten also 2 Kanonen, die hier entstehen, dann rüber schicken. Wieso hast du 12,8? Ah, verstehe. Du bist in. Ihr seid ja die 9. Wir werden die Autonomie erhöhen. Oh, wir haben immerhin ein Schiff gefangen. Finde ich gut. Ah. Die Dings haben uns mitgeholfen. Die Ungarn haben auch eine Flotte. Okay.
Du gehst mal daher. Du gehst auch daher. Daher. Renew Vortexes, schau da was an. Der erinnert mich sogar dran, das ist aber nett von ihm. Ist okay. Machen wir doch glatt. Our truce with Tria has ended. Free all Raska. Hey, und wir können hier Patron of the Arc Arts Prestige Decay sinkt. Finde ich gut. So, was ist das? Hohe Voxhorschen, echt jetzt? Kann ich die in irgendeiner Form reduzieren? Ja, machen wir doch glatt. 50 Diplomatiepunkte, glaube ich, sind in Ordnung dafür. So, wartet mal. Ich sollte vielleicht mit Bosnien einen Frieden schließen. Ich dolmich. So, wir hätten gerne Geld. Viel Geld. War Reparations, Transfer Trade. Nachdem wir das von dort weiterleiten nach Wien. Bosnien der Allianz mit Venedig, die hören wir auf. Hören wir auch auf. So, passt. Ihr könnt gehen. Fein. So, du nimmst noch zwei Kanonen mit. Ihr geht jetzt den Trade Protecten in Ragusa. Und jetzt sollte das echt kein Problem mehr sein, oder? So, dann schauen wir mal, wie schaut das aus? Mit der Kanone vor Ort haben wir noch ein Plus gekriegt. Finde ich gut. Haben die keine Truppen? Wie haben denn die vorhin dieses Gebiet erobert gehabt? Auf welche Art und Weise? Gibt's ja wohl nicht. So, da ist das Unrest auf 0. Das heißt, das geht runter. Das finde ich gut.
dann bleibt da, wenn wir da nicht drauf können. So, bringt die nächste Kanone noch was? Nein, bringt erst was, glaube ich, ab 4 Kanonen. 4 Kanonen sollten plus 2 hier bringen, nachdem es ein 2er vor ist. Ah, ich sehe, wir haben Walls breached, finde ich gut. Warte mal, haben wir da vielleicht einen Claim drauf? Leider nicht. Ach, das wäre natürlich schon sehr cool, wenn die Ungarn hier einen Claim drauf gehabt hätten. So, warte mal. Genau. Ja, wir sind jetzt auf plus 19. Das heißt, wenn du zum Beispiel meinen Typen unterstützt, dann macht das Sachsen auch. Aber so wird das zwar nichts, aber was soll's. Gut, Trier, wenn wir dich, willst du uns auch unterstützen vielleicht? Hm. Ach, Gusa hat Bosnien den Krieg erklärt, finde ich richtig cool. Nachdem wir Bosnien geschwächt haben. Okay, na gut. So, das gleiche sollten wir in Istrien dann auch noch machen. Erhöhen wir mal die Autonomie ein wenig. Ah, finde ich gut. Mhm. Hey, sie unterstützen ja uns. Finde ich gut. Das heißt, Sachsen wird uns ab nächstem Dings auch unterstützen. Ha. Ha ha ha. Damit sind wir aus dieser nächsten Misere heraus. Gut. Das heißt, wir können uns auf die nächste imperiale Reform stürzen. 29 Prinzen sind dagegen, 22 sind dafür. Elsass, Ansbach, Augsburg. Das sind eh lauter Nachbarn. Warte, was war das? Augsburg. Das dürfte Augsburg sein, oder? 5,7 dagegen. Na gut. Das sollten wir hinkriegen mit ein bisschen Improve Relationships. Mhm. Schauen wir mal, und der Krieg mit Serbien sollte auch gleich vorbei sein. Wow.
Hi, und Istrien ist Teil von unserem Reich. Finde ich gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Istrien gehört auch uns. So, außerdem ist das natürlich ein Teil des Heiligen Römischen Reichs. Ist das mit Friaul? Die sind sowieso schon Teil des Heiligen Römischen Reichs. Finde ich gut. Diese Fort sollte sowieso viel schneller fallen. Das ist nur ein 1er Fort. Das heißt, mit den zwei Kanonen, die wir haben, kriegen wir plus 2. Was brauchen wir als nächstes? Huch, was ist das jetzt? So, bringen diese Dinger was? Puh. Den Haag. Melsperren. In welcher Not ist denn das? Melsperren. Das ist sicherlich nicht in der Wiener, ja, das ist in der venezianischen. Das bringt also gar nichts. Kärnten schon, aber es bringt nur plus 1,48. Naja, dann machen wir einen neuen Tempel. Oh, wir hatten einen Dings, einen Disease Outbreak. Buh, wir mögen keine Disease Outbreaks. Boah, heute bin ich schon müde. Aber den Krieg mache ich trotzdem fertig. Wir haben plus 6 durch Anführer und Knarren. Kanone. Hamburg. Und was für ein Gebiet? Demand Unlawful Territory. Stade. Was wird denn aus Stade, wenn wir das zurückgeben werden? Für sich sollte werden jetzt eher für diese Reform sein. Ja, sind wir schon gut dabei. Sind wir schon gut dabei. Brauchen wir das überhaupt für einen Frieden?
Schauen wir mal, was wir im Friedensvertrag kriegen. Wir wollen alles Geld. Wir wollen War Reparations. Force Religion. Fancy. War Reparations. Force Religion klingt cool. 92 Punkte. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich die Hauptstadt einnehmen. Das sollte jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Binnen kurz oder lang sollte die auch noch fallen. So, warte mal. Ich bin so doof. Was? Ich bin ganz offensichtlich nicht mehr ganz munter. Und auf die Clairvaux gehen. Ich gehe natürlich auf den Proof-Relationship. Okay, wir machen noch so lange, bis dieses dumme Vorfeld. Komm schon vor, Falle. Was ist das? Call for peace. The war is won. Your people are tired of the continued occupation. They cry out for peace. Monthly war exhaustion plus 0,1. Sag mal, geht's euch noch gut? Wir sind nicht einmal okkupiert. Was musst du mir geben? 110 Dukaten. Ich will meinen Frieden. Meinen Frieden. Wollen wir haben. 57% sind wir schon. Na, schau was an. Okay. Natürlich auch in Ragusa. So, davon gibt es keine mehr. Auf nach Istrien. Komm schon, Falle Burg. Fingers Dessert. Was soll ich fallen? Komm schon, 37 Tage, echt jetzt? So lange brauchen wir für die Belagerung? Das war es in der goldenen Zeitalter. Ach, Gebiete. Weiß keiner, wie man sich benimmt. Die führen die ganze Zeit Krieg miteinander. Dabei ist das doch Aufgabe von mir. Ah, Gebiete. Was müsstest du jetzt schon würfeln? Dass er Vierer hat er gewürfelt. Dass er ja nicht. Dass er ja nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich mag ins Bett. Ha. Perfekt, 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 perfekt.
so, Serbien. Was hältst du von dieser, von diesem wunderschönen Friedensangebot? Kostet uns nichts. Bringt uns fast 7 Prestige. Finde ich gut. Das bringt uns auch wieder Geld, dass wir in Gebäude investieren können. Überlege ich mir nachher, in was ich das investiere. Bis dahin sage ich euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.